Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. Zockt, ja, die Krokodile, da sind sie wieder mal. Die haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Schön, wie sie ihr Holz transportieren. Wir haben aber was anderes zu tun, nämlich diese Strecke hier fertig bauen. Und jetzt, wo wir gerade im Betrieb sind, also nicht im Pausenmodus, möchte ich nochmal ganz schnell zu unserer Autobahn gehen und gucken, wie sieht's da aus in Sachen Besuchermagnet und so weiter. Jetzt gehen wir aber doch schnell in den Pausenmodus, dann komme ich hier nämlich schneller rüber. Da ist Hamburg, hier unten wäre die Autobahn, jetzt können wir wieder laufen lassen und wir sehen, ja, gewisse Stautendenzen sind zu erkennen. Ganz klar, aber das ist nicht weiter schlimm. Wie sieht es hier hinten aus? Ab und an mal ein Auto, okay. Da ist natürlich die Frage, war das vielleicht doch zu wenig mit diesen 200 Fahrzeuge pro Monat und 100 in die Gegenrichtung. Das ist aber kein Drama, denn das könnten wir einfach verstärken, indem wir natürlich nochmal einen Besuchermagneten setzen. Hier haben wir auch ein paar Autos. Übertrieben ist es nicht, was hier unterwegs ist, aber ein bisschen was fährt. Das ist schon mal schön. Die machen hier schon wieder komische Sachen. Da haben wir auch Autos. Ja, nach und nach, denke ich, werden wir hier schon Leben raufkriegen. Man sieht hier vorne, hier haben wir ganz viel Leben. Hier haben wir fast ein bisschen übertrieben mit den Besuchermagneten. Aber das sieht doch auch cool aus. Das ist halt so, kennt man die Autobahn. Also wer kann schon frei fahren auf der Autobahn? Meistens hat man doch sowieso immer eher so zäh fließenden Verkehr. Ist eigentlich relativ cool. Gefällt mir gut. Die LKWs interessiert das sowieso nicht, das haben wir gesehen. Hier kreuz und quer, die Polizei ist auch schon wieder da. Ja, ja, es ist was los hier. Gut, zurück zu unserer Baustelle. Die war hier unten. Die geht noch ein bisschen weiter, genau hier an Kalletal vorbei. Fast ein bisschen durch Städtchen durch. Guck mal, die bauen gleich. Vor lauter Freude, dass hier die Bahn kommt. Jetzt könnte man doch eigentlich hier wieder anlegen. Dann kommen wir hier rüber. Wären hier drauf, also das gäbe, oder sollen wir, das wird natürlich teuer, hier nochmal eine Brücke rüberziehen. Eieiei, das würde ich vielleicht je nachdem bleiben lassen. Ich muss aber mal gucken, wo kommen wir denn hier überhaupt in die Gleise rein? Wir müssen vorne ja wieder rauskommen. Schnellzug, das klingt schon mal gut, Schnellzug, der kommt aus Wien. Aha, okay, der hat dann auch eher eine schnelle Strecke, aber wir machen ja nicht so einen Schnellzug. Sondern so einen ganzen schnellen Schnellzug. Was ist ein ganzen schneller Schnellzug? Werden wir gucken. So, ich brauche mal die Linien. Wir haben... Wer fährt denn hier? Ach, das ist das Depot. Okay, da könnte man natürlich rein. Dieses Gleis könnte man also nutzen. Und hier vorne könnte man hier wieder raus. Ansonsten hätten wir hier noch Gleise. Da ist dann ein bisschen Städtchen im Weg. Hier vorne das Gleiche. Ja. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Oder hier unten durch. Kriegen wir hier ein Gleis unten durch? Das können wir ja mal testen. Einfach mal so random. Kollision, Kollision, bau nicht möglich. Nee, geht nicht. Womit kollidieren wir denn? Mit der anderen, mit der bestehenden Brücke? Aha. Von der Höhe her? Nee, von der Höhe her passt es auch nicht. Hier kämen wir natürlich durch. Da haben wir aber ein Gleis, das ist aber egal, denn... Das ist das Gleis vom Depot. Das interessiert uns dann nicht wirklich. Da müssten wir vielleicht die Straßen kappen. Aber die kappe ich erst, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir hier lang gehen. Dann müsste man hier vielleicht mit der Brücke raus. Mal mitnehmen. So, hier lang. Und hier runter und dann mit einer Kurve geschwungen da rein. Würde theoretisch gehen. Das ist halt eben, das kostet einfach Hölle. 24 Millionen. Wenn wir hier mal gucken, wenn wir hier ein zweites Gleis langziehen, bis zum Ende hin, dann kostet uns das 50 Millionen. Wir haben 14,2. Könnten wir uns leisten. Wäre nett. Auf der anderen Seite, das hier sind auch Schnellzüge. Die Frage ist halt, wie viele Züge haben wir hier auf dieser Linie? Das gucken wir mal ganz schnell. 4 Stück. 3 Minuten. Die machen auch ordentlich Minus. Eieiei. Warum das denn wieder? Ja, weil es nicht gefragt ist wahrscheinlich hier. Irgendwie Schnellzug wie Nordtag, 37 Leute. Das rendiert nicht. Die Züge sind teurer als das, was sie halt umsetzen können mit diesen 37 Fahrgästen von hier aus. Aber okay, das leisten wir uns. Denn ich kann es ja nochmal zeigen. Wir machen generell eigentlich immer Plus. Außer wir bauen gerade wie die Wilden hier im Pausenmodus. Wir könnten auch hier rüber. Ja, wir könnten eigentlich überall rüber. Das Problem ist einfach, das kostet elendig viel Geld. Das sieht man ja. Da würde ich nichts machen.
Ich würde hier tatsächlich dieses Gleis mit benutzen und dann aber hier vorne raus. So, irgendwie hier hin, vielleicht hier unten durch. Eben, da müsste die Straße weichen. Wisst ihr was, jetzt nehmen wir die Straße eben doch weg. So, dann wissen wir nämlich, was wir hier machen können und was wir eben nicht machen können. Also, hier raus, hier unten durch. Das würde sogar eigentlich klappen. Wenn wir mal hier lang gehen, was haben wir dann? Dann haben wir hier eben die Kreuzung mit dem Depot. Das tut uns nicht weh und würden dann hier in eine fette Kurve reingehen und hätten dann hier die ganze Brücke im Weg. Ach, du grüne Neune. Da ist nicht nur das Städtchen im Weg, wenn man diese drei Gleise hier mitnehmen will, sondern im Prinzip die ganze Konstruktion hier. Okay, wir kappen das mal, weil wir müssen zuerst gucken, wie wir das hier machen. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir hier irgendwie rüber. Das sieht nicht wirklich gut aus. Das könnte man hier, glaube ich, kappen. Ist ja eh Bahnhofsgebiet. Ich muss das jetzt halt mal testen. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Hier unten lang und dann hier rüber. Bau nicht möglich. Wenn ich das in kleinen Schritten mache, kommen wir hier gar nicht rüber. Nee, brauchen wir diese Auffahrt. Die führt ja hier ins Leere. Weil wir hier hinten gerade abgerissen haben. Also blöd gesagt, brauchen wir die Straße nicht. Okay, wenn ich die kappe, die Brücke wird ja hoffentlich stehen bleiben. Okay, dann haben wir das hier. Das ist eigentlich soweit okay. Wir werden den hier in Norddeich nachher nochmal ein bisschen zur Hand gehen mit ihrem Straßennetz, ganz klar. Aber guck mal, das würde jetzt funktionieren. Dann wären wir in diesem Gleis drin. Okay, Linien, die sind belegt. Das Gleis hier war frei. Müssen wir in das rein. Wie kommen wir denn... Ach so, das ist nur von vorne her befahren. Okay. Wie kommen wir denn in das Gleis rein? Indem wir hier, wenn wir von hier kommen, hier reingehen. Das würde schon funktionieren. Dann kämen wir hier raus. Kämen dann auf dieses Gleis. Und das ist natürlich schon wieder mitbenutzt. Das sieht man auch. Die Alternative wäre eben hier hinten dann raus, in ein eigenes Gleis rein und dann irgendwie hier lang. Ich würde unserer Schnellzuglinie glatt nochmal ein Gleis gönnen. Also statt dass wir da ein bestehendes Gleis reingehen, machen wir das anders. Dann müssen wir hier aber irgendwie fast da rein. Genau, damit wir da rauskommen. Und das klappt ja sogar. Dann können wir das so machen. Wenn wir... Ja, nee, bringt nichts. Wir müssen das so machen. Ganz klar, da werden Sachen verschwinden. Die bauen hier auch nach dem Prinzip gute Hoffnung. Oder in guter Hoffnung. Aber hier vorne wird es dann halt auch wieder tricky. Eieiei. Ja, das geht nicht mit der Brücke. Hier lang geht's. Da müssen wir vielleicht in ganz kleinen Schritten hier Kurve. Zack, hier raus und dann hier rüber und dann gucken. Das würde soweit klappen, wenn wir da dann wieder anlegen. Und dann hier wieder raus. Ja, da schauen wir. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Anschluss hier hinten fertig, damit wir einen Zug kaufen können. Ich habe gesagt, wir machen das etappenweise, was wir hier bauen. So, wir nehmen das mit, gehen hier rüber. Dann hätten wir da gerne eben, wenn es irgendwie machbar ist, genau. Moment, so geht's. Ein zweites Gleis haben wir ja nicht. Jetzt muss ich nochmal kontrollieren, ist das okay? Das ist soweit okay. Wir brauchen irgendwie noch eine Weiche hier vorne dann, damit er noch aufs andere Gleis wechseln kann. Und hier bräuchten wir jetzt die Kurve. Jetzt ist die Frage, kriegen wir hier die Kurve noch hin? Halt! Das war gerade ein bisschen zu viel. So, kaufen. 12 Millionen für diesen kleinen Abschnitt. Ja, doch, das geht. Okay, das wäre unsere Kurve für unseren Schnellzug. Führt uns hier unten lang, unter der Brücke durch. Müssen wir mal anders schnappen. So, das wäre so. Brauchen wir hier noch Platz? Da haben wir nochmal... Hier haben wir nochmal Gleis, aber ich glaube, das lassen wir. Also ich würde sagen, wenn, dann kommt höchstens hier noch ein Gleis rein. Das können wir eigentlich ja jetzt schon bauen. Mal hier lang düsen. Hier rein. Dann gibt das hier dann eine Weiche. Auch wenn wir dieses Gleis nutzen, die Weiche machen wir mal. Sieht erstens gut aus. Und zweitens, ja, haben wir dann hier eine Weiche. So, okay. Gut, hier also rein. Hier um die Kurve, das wäre soweit okay. Sagen wir,
die Straße vielleicht schon zurückgeben in dem Sinn? Ich würde sagen, nein. Aber was wir noch machen könnten, ist zwar auch eine Form von Straße zurückgeben, wäre, dass wir irgendwie hier noch eine Verbindung haben. Mal gucken, ob das irgendwie klappt, dass wir hier rauskommen. Müssen wir wahrscheinlich hier unten machen. Nee. Ich möchte einfach, dass sie da irgendwie noch bauen können. Das würde uns tatsächlich da wieder ein Haus kosten. Das muss doch irgendwie anders auch machbar sein, dass wir hier rauskommen. Denkste. Manchmal sind die kompliziertesten Sachen völlig einfach bei Transportfieber. Indem man einfach hier raus möchte, ohne dass da das Haus flöten geht, dann wird es eher schwierig. Aha, okay, so können wir es machen. Kann ich jetzt zu der Straße zurück? Nein. Ja, mit der Straße ist das Haus Vergangenheit, deswegen machen wir die Straße. So, und gehen dann in die über. Und hier rein. War mein Ansinnen. Machen wir das mal mittig. Dann können sie hier links und rechts noch bauen. Und vor allem sind diese beiden Bereiche dann irgendwie angeschlossen. Also man muss dann nicht hier durch die ganze Stadt durch, wenn man aus irgendeinem Grund hier hin will. Zum Beispiel zum Bahnhof oder so. Sondern kann eben diese Zufahrtsstraße nutzen. Gut, und statt, dass wir jetzt hier die Straßen schon mal bauen, das machen wir am Schluss, wenn wir alles haben, machen wir hier ein bisschen Schadensregulierung mit dem Wischmob. Dann sieht man auch nicht mehr, dass wir hier rumgewütet haben. So. Nehmen wir weg und dann können wir eigentlich die Signale machen und uns dann um den Zugkauf kümmern und dann werden wir natürlich mitdüsen mit der neuen Errungenschaft. So, kann man das so stehen lassen? Ja, ich würde sagen, für den Anfang ist das okay. Ne, hier die Weiche fehlt noch. Moment, die machen wir natürlich noch. Irgendwie muss man hier noch rüberkommen. Oha, interessant, wo da das Gleis vermutet wird vom Spiel. So, möglichst mit ein bisschen Tempo. Okay, und jetzt werden wir uns gleich mal um die Signale kümmern. Jetzt bräuchten wir eigentlich hier eins. Neu, das da vorne können wir stehen lassen. Das sind relativ kurze Züge, da haben wir Glück gehabt. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen. Die Züge fahren nur in eine Richtung. Also in die Gegenrichtung kommt hier keiner entgegen. Das heißt, hier brauchen wir in dem Sinn eigentlich kein Signal. Oder wir machen hier vorne eins, dann haben wir nochmal einen Block hier bis zur Brücke. Das könnte man natürlich machen. Dann hätten wir hier so eine Art Einfahrtsignal. Wir stehen dann hier auf der Weiche drauf, das ist aber egal, weil hier verkehrt noch keiner. Oder wir machen es halt hier hin. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn wir ja... Nee, das ist aber doof, wenn hier dann irgendwann doch einer rausfährt. Wir machen es mal hier vor dem Bahnhof. So, weil hier wird kein Zug zurückfahren, ich sag's nochmal, sondern der fährt hier durch und hier vorne dann raus. Bin ich jetzt im falschen Gleis drin? Jawohl. Wir wollten doch hier ein eigenes Gleis haben. Jetzt kommen wir hier raus. Nur mal gucken, wie sieht's dann aus? Nee, nee, das sind alles belegte Gleise. Arg, falsch. Nochmal kurz kappen. Da kommen wir natürlich auch rein, das sollte kein großes Problem sein. So, nochmal Gleis schnappen, nicht Signal. Wir brauchen tatsächlich nochmal ein Gleis. Das führt uns dann hier lang. So, und dann da rein. Ja, jetzt ist es richtig. Wir hätten die Gleise eigentlich auch stehen lassen können. Die führen auch schon mal hier lang, wobei, die werden hier nicht bauen, sie haben hier keine Straße. Jetzt, wenn wir hier rausgehen, in eine Weiche rein. Perfekt, das klappt auch, ohne dass das Haus da belästigt wird. Das möchte ich nämlich stehen lassen. Hier ist Ende Gelände, auch für den Bahnhof. Und hier brauchen wir wirklich nichts reservieren. Sie werden hier keine Straße bauen und sonst nehmen wir sie halt wieder weg. Das ist dann auch kein Ding. Gut, haben wir es jetzt richtig? Jawohl, jetzt kommen wir hier vorne. Ne, da sind wir. Hier kommen wir wieder raus. Und da werden dann die Häuschen halt gekappt, sobald wir den nächsten Abschnitt der Strecke bauen. Gut, Signale hatten wir als Thema. Nehmen wir wieder. Machen wir mal die 10. Und gucken nochmal, wir kommen von da oben, hier runter, hier rein und haben gesagt, wir machen hier ein Signal. Ohne Rücksicht auf diese Weiche, weil sie nicht benutzt wird. Ist ein bisschen ein komisches Setzen von Signalen, wenn man nur in eine Richtung fährt. So kenne ich das im Prinzip gar nicht. Wir fangen mal hier hinten an, denn hier startet das Ganze. Wir fahren hier rüber, hier lang. Wir müssen einfach im Prinzip Blöcke setzen. Sonst überhaupt nichts. Wir haben hier keine Weichen. Höchstens eben, wir gehen irgendwo in
Gleis rein, was schon besteht. Dann müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Zack. Hier durch den Berg durch. Darf gern hier nochmal eins haben. Allerdings bitte auf der richtigen Seite. Dankeschön. Machen wir hier doch auch noch eins, wenn wir schon in die andere Richtung auch welche haben. Hier vorne, da müssen wir da vorne dann gucken. Da haben wir hier ein Signal, da eins. Das ist je nachdem ein bisschen zu nah, das werden wir gleich sehen. So, sicher hier eins. Lassen wir mal, das ist nicht allzu weit weg. Je nachdem steht hier vielleicht mal ein Zug auf der Weiche. Das ist aber kein Drama. Haben wir jetzt hier die Möglichkeit wieder rüber zu kommen? Nein, da brauchen wir auch noch mal eine Weiche. Hier vorne. Da müssen wir das Signal aber nochmal schnell kappen. Zack. Weiche installieren. So, dass wir hier auch wieder rüberkommen. Oh, oh, oh. Nicht, dass das dann irgendwie nicht funktioniert. Das wäre dann doch eher doof. Wir könnten hier natürlich... Nee, machen wir nicht. Dass wir hier ein zweites Gleis machen. Aber das möchte ich eben genau nicht. Aber was erzähle ich denn? Wir kommen hier gar nicht zurück. Das ist ja eigentlich... Das habe ich eigentlich komplett auch beim anderen Ding falsch gebaut. Das ist gar nicht nötig, was ich hier mache. Denn eben, ich sage noch 10-mal, wir fahren ja nur in eine Richtung. Sorry dafür, aber eben, es ist halt eher ungewohnt. Ich mache das Signal wieder hin. Wir brauchen hier keine Weiche, denn hier auf der linken Seite wird kein Zug fahren. Also, nochmal, von ganz vorne. Das ist wirklich Neuland. Wie für andere Leute das Internet, so ist das gerade hier auch ein bisschen Neuland. Also... Hier lang, Block, da Block, hier vorne Block, dann hier Block, dann hier Block, dann hier geht's raus. Da reicht das, da kommt keiner zurück. Dann können wir es lassen, da ist ein Signal für hier, das passt. Dann gibt's hier wieder einen Block. Eigentlich ist es viel einfacher, wie wenn man zwei Gleise hat, aber es ist halt dermaßen ungewohnt, dass man dann das Gefühl hat, bei jedem Signal, das man setzt, man muss noch mal kurz gucken, ob das überhaupt richtig ist. So, hier vor der Straße. Dann machen wir hier zwischendrin noch eins. So viele Züge werden wir gar nicht haben. Aber ist natürlich trotzdem immer angenehm, wenn die Züge die Möglichkeit haben zu fahren. Oh, haben wir hier noch gar nicht angeschlossen? Das hatten wir auch schon mal. Jetzt hatte ich gerade ein Flashback. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal. So, dass ich hier die Signale gesetzt habe, alles eingezeichnet habe und dann hat man ein Stück... Schiene gefehlt, beziehungsweise die Strecke war noch gar nicht fertig. Oh, ja, wenn wir es so bauen, wird es ja aber jetzt eh noch mal teuer. Ne, wir gehen ja hier rein. Was erzähle ich denn schon wieder? Ja, eben, ungewohnt. Also, zurück. Wir gehen mal bis hier hin. Jetzt wäre es cool, wenn hier die Signale sind, dass wir hier die Weiche haben. Wir müssen auf dieses Gleis hier. Da müssen wir je nachdem das hier wieder kappen. Gucken wir schnell. Sobald wir das haben. So, und jetzt ist die Strecke fertig. Jetzt passt sie. Gut, darüber. Also, eben Signale. Nochmal von vorne. Wo haben wir einen Block? Da haben wir einen Block. Dann gibt es hier einen. Habe ich die 10? Jawohl. Damit wir wenigstens überall ein bisschen die gleichen haben. Dann geht das hier lang. Da können wir eigentlich hier nochmal einen machen. Und hier vorne gibt es natürlich auch ein Signal. In die Richtung. Zack. Das steht eigentlich auch gut. Das könnte sogar hier vorne stehen, ist klar. Aber wir lassen das mal. Und wenn man in die Richtung düst, könnte man hier noch warten. Wäre eigentlich auch okay. Da haben wir da ein Signal. Okay, dann machen wir das hier hin. Das ist genug Platz, den wir dazwischen haben. Und hier hinten geht es einmal wieder raus. Da haben wir eh schon was gesetzt. Hier ein Signal. Und hier brauchen wir, wie gesagt, keins. Wir könnten hier noch eins setzen. Da ist wieder die Frage... Wie viel Platz haben wir? Doch, das geht. Machen wir mal. Zack, hier ein Signal. Und dann hier geht's runter, hier rüber. Und dann ist da vorne ein Signal. Man könnte je nachdem vielleicht hier in der Hälfte noch eins setzen, damit wir da nicht auf der Brücke stehen und die belästigen. Die Frage ist nur, wie lang ist unser Zug? Das würde ich bleiben lassen. Denn diese Schnellzüge, die haben doch eine gewisse Länge. Also, das wäre dann hier... Von Norddeich einmal quer rüber nach Wien Nord. So, hier rein. Mal gucken, was macht das Spiel. Es rechnet. Wir gehen mal runter und schauen. Wenn wir hier zumachen. Jawohl, das ist unsere Linie. Da müssen wir jetzt ausnahmsweise auch mal nicht gucken, ob wir das zweigleisig haben. Denn nein, das haben wir nicht zweigleisig gebaut.
So, das ist dann unser Schnellzug. Der fährt nachher natürlich nicht nur hier von Norddeich nach Wien, sondern der fährt dann außenrum ganz. Deswegen würde ich sagen, wir machen den mal so. Universal. Schnellzug Universal, das heißt einfach außenrum. Es stand noch in den Kommentaren, ob ich nicht mal noch alle Städte wieder verbinden will mit einer Linie. Da muss ich ganz klar sagen, nein, danke. Das haben wir bei Tränenfieber mal gemacht, dass ich war etwa einen Tag dran, bis das halbwegs nur von der Logistik her, wenn man das Logistik nennen will, gestimmt hat. Das ist so ein riesen Aufwand mit überall gucken wegen den Weichen und dass man nicht in ein anderes Gehege reinkommt. Nee, finde die Idee auch nicht mehr so gut. Bei Tränenfieber hat Spaß gemacht, aber hier, nee. Aber eben so außenrum und mal quer rüber nochmal mit Schnellzügen, das finde ich dann doch relativ cool. Und jetzt haben wir es eigentlich. Die Linie haben wir. Die müsste eigentlich eh machen, was wir wollen. Ein Depot hätten wir hier. Wenn man hier guckt, in dieses Gleis kommen wir nicht rein. Oh, hier haben wir noch ein Gleis, was wir noch anschließen sollten. Mal gucken, ob wir noch reinkommen. Das hätten wir gar nicht kappen müssen. Das haben wir gekappt, weil wir dachten, wir gehen hier lang. So, passt. Bringt uns hierfür natürlich auch wenig. Man könnte jetzt höchstens... ich bastel mal wieder. Ob das irgendwie geht? Nee, das kann irgendwie nicht gehen. Da ist zu viel Zeug im Weg. Kann man das so machen? Nee, Kollision. Und hier kommen wir nicht rein. Okay, war ein Versuch wert. Funktioniert aber nicht. Wir gehen mal nach Norddeich. Wir können die Strecke... Wobei, ich möchte schon von der Richtung her kommen. Also, das heißt, wir kaufen den Zug hier. Wir müssen einfach in das Gleis reinkommen. Hier haben wir ein Depot. Können hier rüber. Und kommen dann in dieses Gleis rein. Irgendwie müssen wir doch in das reinkommen. Wenn wir hier gucken. Wenn wir das hier anschließen. Dann müssten wir hier eigentlich auch lang kommen. Haben wir hier eine Weiche? Ja, haben wir eine Weiche. Das würde also klappen. Gut, dann müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwie in dieses Gleis reinkommen. Nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Ah, das klappt aber perfekt. Okay, wo müssen wir da vorne rein? Ich glaube hier auf der rechten Seite. Jawohl. Und dann können wir die Züge hier kaufen. Das wird jetzt ein Momentchen dauern, bis die auf die Piste kommen, wenn wir Pech haben. Wir kaufen mal die Züge. Mal gucken, was haben wir denn alles an Schnellzügen. Also an so richtig schnellen Schnellzügen. TGW und Co., ganz klar. Haben wir aber schon installiert. Da haben wir auch noch ein TGW. Ein TGW in Gelb, wow. Oh, und die hier, die sind natürlich... Der Thalys, den haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Nicht in der Farbe. Wisst ihr was, den nehmen wir mal. So, und ich mache hier wieder Harakiri. Moment, ich brauche hier meinen Test. Speichern. Überschreiben, Dankeschön. Weil, wenn hier irgendwie wieder ein Zug ist, der eine Macke hat, dann kann ich die ganzen Signale nochmal setzen. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. So, weiter gucken. IC haben wir auch schon. Wir haben weiter unten mit Sicherheit noch ein paar Schnellzüge. Was ist das denn? Das müsste ein chinesischer sein. 250. Ui, das hier ist auch so ein Gerät. Sagen wir mal. Ja, wir können nicht zu viele nehmen. Die kosten halt Heidengeld. Und solange wir die Strecke nicht fertig haben, wenn die Strecke fertig ist, außenrum, das ist eine riesen Strecke, da kommen dann sowieso noch weitere drauf. Ich würde jetzt nicht schon die ganze Strecke mit den Zügen bestücken, wenn wir die Strecke noch nicht haben, sondern vielleicht mal, ja, die Hälfte. Ich würde sagen, 4 Züge. Einigen wir uns mal auf 4 Züge. Da würde der dann aber dazugehören. Der hier ebenfalls. Mit 8 Wagen. Nochmal gucken. Duplex Camion haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wenn wir hier unten gucken. Haben wir auch noch nicht. Haben wir auch noch nicht. Wie schnell bist du? 400 km/h. Heiliges Radieschen. Aber das ist nur die Lokomotive. Ja, da haben wir keine Kapazitäten. Den Ciruno. Ui, was ist das denn? Highspeed Train 2015, was Futuristisches. 34 Passagiere. 79. Sollen wir den mal noch nehmen? Die Frage ist, wie lang er ist. Short. Wir nehmen mal den Short. Dann sehen wir hier 156. Die passen eigentlich alle. Gut, dann haben wir diese 4 Züge.
und schicken die auf die Linie. Jetzt muss ich schnell gucken, dass ich die hier unten habe. So, hier vorne haben wir die. Linie zuweisen, das wäre dann Schnellzug Universal. Klappt das? Jawohl, es wird gerechnet. Wir können laufen lassen. Jetzt, wie gesagt, kann es natürlich sein, dass ein Momentchen dauert, bis die hier alle rausgekommen sind. Die haben hier ordentlich Gegenverkehr. Oh, der kommt aber schon daher. Okay, sehr schön hier mit dem Stadler Kiss. Oder hast du da ein Signal? Nein, der fährt. Wunderbar, sehr langsam, wie er sich hier rauskämpft. Ja, der muss da lang. Cool, haben wir mal wieder ein paar Schnellzüge. Das ist natürlich eh immer schön. Und ja, die werden dann eben um die ganze Map rumreisen. Außen rum. Da steht der Nächste. Jetzt ist die Frage, mit wem wollen wir mitfahren? Ich würde sagen, wir gucken uns die mal alle an, wie sie rauskommen. Haben wir hier keine Signale? Nein. Da möchte ich jetzt auch keine setzen, denn hier verkehren andere Züge. Das gehört zu derer Linie. Oder zu deren Linie. Da jetzt so random ein Signal zu setzen? Nein. Wenn der im Bahnhof drin ist, müsste der andere eigentlich sowieso wieder fahren dürfen. Passagiere werden wir noch keine haben. Nein, das wäre auch komisch gewesen. Gut, aber das wird schon welche geben. Ah, da ist der Nächste. Okay, das müsste dann, ja, die chinesische oder japanische Variante eines Schnellzugs sein. Auch ein sehr schöner Zug. Da hinten startet noch ein Flugzeug. Ordentlich was los hier. So, man sieht, wir haben die ganzen Züge gekauft. Die hat sich trotzdem nicht allzu viel getan. Außer, dass wir halt die 200 Millionen jetzt mal minus gemacht haben. Das sollten wir wieder aufheben können. Und wenn... Oh, der ist aber elend lang, der Kollege. Wenn wir eben sehen, dass diese Linie frappant minus macht, müssen wir halt wieder eingreifen. Das werden wir aber erst sehen, wenn wir wirklich die ganze Strecke gebaut haben. So, und Wien ist halt auch nicht wirklich performant. Hier ist schlicht und einfach zu viel los. Geht eigentlich noch. Wenn ich jetzt oben gucke, 20 Frames, da gibt es schlimmere Stellen auf der Map. Aber trotzdem, man merkt halt trotzdem ein bisschen. Da kommt gerade die Hochbahn daher, haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Sogar mit 10 Passagieren. Ja, das habe ich schon mal gesehen, dass die sogar wirtschaftlich Sinn macht. Sehr schön. Oh, das ist ein Ungeheuer vom Zug. Heiliges bisschen, aber cool. So, hier der Nächste. Ja, der kann natürlich noch nicht raus. Müssen wir hier nochmal gucken. So, wir bleiben mal stehen. Oh, da gibt er nochmal Gas. Weil sonst sehen wir die Züge natürlich nicht. Wenn wir jetzt nicht gucken, wie die aus dem Depot rauskommen, dann fahren die dann einfach. Irgendwann würden wir sie wahrscheinlich schon sehen. Spätestens, wenn die Strecke dann ganz fertig ist. Aha, hier nochmal ein Chinese. Sage ich jetzt mal einfach ganz frech, ob das wirklich ein Chinese ist. Da steht sogar noch 380 km/h. Das wird er hier natürlich nicht schaffen, weil die Gleise nur 300 erlauben. Ich habe jetzt nicht hier noch die Mod installiert mit den schnellen Gleisen. Ihr wisst, ich bin immer ein bisschen, ja eben, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Wir hatten bei Train Fever so viele Probleme, weil wir Gleise installiert haben, Straßenmods, Brückenmods und dann lief es nicht mehr und so weiter. Ich möchte beim besten Willen das nicht nochmal haben. Und diesen Spielstand hier zu verlieren, das wäre für mich schrecklich. Ich liebe diese Map, ich möchte die noch ein bisschen spielen. Deswegen mache ich da keine Experimente. Wenn wir dann eine neue Staffel machen, dann überlege ich mir mal, dann könnte man natürlich diese ganz schnellen Gleise noch mit installieren. So, jetzt müsst ihr euch ein bisschen beeilen, liebe Züge, wenn wir noch mitfahren wollen. Sonst wird das dann ein bisschen eng. Ich müsste dann noch Mittagessen gehen. Da wartet jemand auf mich. Da kann ich nicht zu spät kommen. Müsste sich aber, glaube ich, sogar noch ausgehen. Wenn der jetzt hier im Bahnhof drin ist. Wisst ihr was, wir machen es einfach so. Wir gucken uns jetzt den letzten noch an und dann steigen wir bei dem hier ein. Da müssen wir nicht warten, bis der sich hier auch noch durchgequält hat. Aber angucken wollen wir ihn natürlich auch. Das ist dieser futuristische. Ja, und so sieht er auch aus. Definitiv ziemlich futuristisch. Und dafür, dass er short ist, ist er dann doch auch relativ long. Wie lang da wohl die längste Version ist. Das dürften dann ein paar Wagen sein. Gut, also dann steigen wir doch hier hinten mal noch ein. Ist der schon unterwegs oder
fährt er erst hier raus. Machen wir Pause, damit wir hier... Ne, da ist er. Hier. Also einsteigen. Und Gas geben. Aha, in Bewegung hat er sich schon mal gesetzt. Wenn er jetzt nicht nochmal anhält. Nein, er fährt. Gut, dann genießen wir diese Schnellzugstrecke. Da kommt gerade wieder noch der Stadler Kiss daher. Fährt unter der neuen Brücke durch. Und hier mit diesen Huggeln, die wir da hinten haben. Da habe ich ja gesagt, da werden wir dann noch ein bisschen Terraforming machen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt fahren wir hier erstmal mit. Müssen wir aber schon machen, sonst wird es nämlich vergessen, ganz klar. Weil wir sind hier in einem Bereich der Map, den wir, wenn wir jetzt hier nicht gerade mitfahren, nicht jeden Tag sehen. Da oben das gute alte Bielefeld. Interessantes Geräusch, klingt ein bisschen mehr. Ja, so nach einem normalen Zug, nicht nach so einem High-Speed-Train, so dieses Tschedöng, Tschedöng. Jetzt haben wir ja tatsächlich nochmal einen Lag. Ist aber trotzdem interessant. Hat schon was vom Zug. So ist es nicht. So, hier rüber. Wir haben grün und wir haben immerhin 170 drauf. Und jetzt haben wir hier einen längeren Aufenthalt im Tunnel. Wir bitten Sie, das Licht einzustellen. Dann können Sie weiterlesen. Auf dieser ersten Jungfernfahrt dieses Schnellzugs von Wien Nord nach Norddeich. Ja, dann haben wir hier das bestehende Gleis. Sehr gut. Kann es sein, dass da noch ein Signal falsch stand? Es kann wohl sein. Oder auch nicht. Hier steht unseres. Dann war es vielleicht doch nicht so falsch. Und sonst macht es natürlich nichts. Wenn ein Signal nicht richtig steht, ja, dann haben wir einfach einen längeren Block dazwischen. So, jetzt gehen wir hier ins bestehende Gleis rein. Rums. Und hier durch die Stadt durch, beziehungsweise über die Stadt hinweg. Da haben wir, glaube ich, sogar noch langsames Gleis, kann das sein. Aber, ja, das war halt, ja, wie soll ich sagen, den Kompromiss haben wir halt gemacht, wenn wir hier tatsächlich noch ein bisschen bestehendes Gleis haben wollen. Anders wäre es hier durch die Stadt durch gar nicht gegangen. Dann müssen wir hier halt auch langsamere Abschnitte in Kauf nehmen. Wir haben ja gesagt, der muss nicht durchgehend 300 km fahren, sondern da, wo er kann, soll er halt so schnell wie möglich rumdüsen. Hier über die Autobahn rüber. Da fehlt auch noch ein Besuchermagnet da unten. Damit hier ordentlich Verkehr ist. Ja, schön hier Richtung Schnee da oben. Aber wir gehen natürlich nicht zum Schnee rauf, sondern hier durch den Berg durch. Und ja, wenn wir dann ganz außen rum sind, dann sind sie natürlich eine Weile unterwegs. Da brauchen wir dann tatsächlich nochmal ein bisschen Nachschub in Sachen Zügen. Da reichen diese vier natürlich nicht. Vier für diesen Streckenbereich sind wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert, würde ich behaupten. Aber ja, eben, die verteilen sich ja dann spätestens, wenn wir da hinten wieder ein Stückchen weitergebaut haben. Genau, da war die Bretterfabrik. Jetzt geht es hier nochmal in den Tunnel rein und dann müsste es hinten ja schon auf die Brücke gehen und das mit 220 Sachen. Also ein bisschen Tempo können wir aufnehmen. Hier das falsche Portal, da ging denen eben das Geld aus. Siehe letzte Folge. Und wenn wir dann hier hinten rauskommen, müssten wir eh schon bald auf die Brücke rauf. 250. Ah ne, genau, erst geht es hier noch an dieser Stadt vorbei. Wow, cool, mit 260 km/h an der Stadt vorbei. Das Geräusch ist sensationell. Das klingt wie so ein alter SBB-Zug, so wie ich das irgendwie von der Schulreise her kenne, aus den 80ern. Ist schon ein bisschen her. Klingt nicht direkt nach wirklich einem Schnellzug, aber macht ja nichts. So, haben wir grün oder haben wir rot? Wir haben noch gar nichts, weil wir die Weiche da noch nicht haben, aber er bremst. Ja, dann haben wir hier vorne tatsächlich rot. Ja, ich sehe den Zug auch. Ach so, wisst ihr, oh Gott, hier hat es natürlich, oh Gott, ja, hier hat es natürlich einen Riesendenkfehler drin. Da müssen wir nochmal schnell gucken. Wahrscheinlich, viele von euch werden schon jetzt gedacht haben, jetzt wird er dann gleich merken, dass das nicht funktioniert. Ja, das kann ja nicht funktionieren.
Wir haben gesagt, wir machen eine Ringstrecke. Ja, eine Ringstrecke machen wir schlussendlich, wenn wir einmal außenrum sind. Was wir jetzt haben, das ist nicht eine Ringstrecke, sondern eine ganz herkömmliche, ja, Vor- und Zurückstrecke. Das heißt, das kann so nicht funktionieren. Da müssen wir tatsächlich nochmal... Sieht man auch, der kommt hier natürlich... Der ist sowieso... Bist du nicht im falschen Gleis? Oh, da müssen wir auch nochmal gucken. Der müsste eigentlich hier lang. Okay, das stimmt also auch nicht. Wir müssen schauen, wie wir das machen. Im Prinzip reicht natürlich ein Ausweichgleis. Wenn wir hier hinten Ausweichgleis zum Beispiel bauen, dann funktioniert das mit der Strecke. Das könnten wir ja provisorisch installieren, damit die Strecke eben funktioniert, weil sonst wird sie nicht funktionieren. Da müssen wir möglichst schnell hier vorne raus und in die andere Richtung weiterbauen, dass wir die Strecke abschließen können. Dann funktioniert sie dann als Rundstrecke. Ja, und hier das Ganze noch ins richtige Gleis reinmachen. Das werden wir auch machen, aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen, denn die ist doch schon ein bisschen länger. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine Verabredung zum Essen und auf die freue ich mich schon den ganzen Tag. Nicht nur, weil ich Hunger habe. Okay, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Das war jetzt aber ein interessanter Fehler. Vor lauter Glauben, dass die Strecke ja ein Rundkurs ist, man müsste zuerst den Rundkurs fertig bauen. Ja, so ist das halt. Okay, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.